Unfassbar. Ich fass es einfach nicht, er tut's schon wieder. Der grinst doch insgeheim, dieser Schelm. Das ist doch ein Grinsen da. Also ganz leicht noch dieser Blick dazu. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Mal gucken, wie lange wir die beiden hier noch so sehen. In gut 3-4 Wochen soll dann die nächste Operation starten. Dann ist schon wieder der Herbstmonat September. Das ging irgendwie wieder ganz schön schnell. Aber gut. Soll auf der Gamescom Hausbombe. Oh, keine angeknabberte Partie. Super. Auf der Gamescom soll die neue Operation dann vorgestellt werden. Ja, und dann werden wir sie wohl in 3-4 Wochen schon spielen können. Eine neue Karte? Jein. Herford wird nicht mehr so sein, wie wir es jetzt noch kennen. Dann ist Herford dran und wird groß überarbeitet sein. EMP-Mann und wir haben auch schon Termit. Wir spielen Bombe. Na dann. Ich hoffe, in den 3-4 Wochen werde ich noch ganz oft Herford spielen. Ja, und dann werden wir eine neue Verteidigerin kennenlernen. Und einen neuen Angreifer. Der Angreifer wird dann ähnlich wie Ibana oder Termit sein. Der wird einen Schweißbrenner bekommen, kann dann verstärkte Wände aufmachen und soll wohl gegen Störsender oder auch die Batterien von Blitz immun sein. Also er kann dagegen antreten. Anders als Termit muss er was anbringen. Also Termit muss was anbringen, klar. Und Ibana auch, die Kairos. Aber er kann ja mit seinem Schweißbrenner einfach da was reinbrennen. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ohne sich von Störsendern oder sonst was stören zu lassen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Aha. Ich müsste mehr Zickzack fahren. Da bin ich auch langsamer. Nein. Kurve viel zu spitz genommen. Einen Schwung komplett verloren. Jetzt macht er wieder auch mit. Ja, und die Verteidigerin soll dann ein Schild bekommen. Keinen mobilen Schild, den man einfach irgendwo aufstellt, stehen lässt, abbaut, wieder woanders aufstellt. Nein. So wie Montagne, wie Fuse, wie Blitz, bloß ohne Blitz vorne dran. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Da bin ich mal gespannt, wie sich das spielen lässt. Und dann eben Herford und zwar in neu. Da bin ich ja nicht begeistert. Also ich bin zwar gespannt, wie die neue Karte so wird. Die neue Herford-Karte, aber... Ach, Herford. Ich fände es immer noch super, wenn man Herford alt und Herford neu hätte. Hier ist unser Kollege schon rein. Da war der Bandit, der bald von einem Schweißbrennermann... Ha, ich hab schon seinen Namen. Geärgert wird das Bandit raus, ja. Aber da war noch Kerstl oben. Mist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass da zwei oben in der Küche sind? Ne. Da war ich irgendwie zu selbstsicher. Ja, hier kann man nicht viel gucken. Na, der hat Rauchgranaten dabei. Achso, der wollte den Entschärfer. Ich dachte, der will da aufmachen. Er hat sich da schon etwas geraucht. Und stirbt jetzt. Fallen gelassen. Ein Gegner verbleibt. Aber wir haben gewonnen. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Es gab jetzt wieder, bevor ich das Spiel gestartet habe, ein kleines Update von ein paar hundert MB. Weiß aber nicht, was sich da großartig geändert hat. Hat sich das Alter endlich mal geändert? Also endlich... Nee, natürlich nicht. Also ich find's super, wie es ist, aber ich find's viel, viel zu stark. Ich habe nichts dazu gelesen, dass da irgendwelche großen Veränderungen, Waffen oder an Operatoren vorgenommen wurden. Bombe heißt Wände aufmachen. So viele mit Kontaktgranaten gibt's ja nicht mehr. Der Astronaut.
Aber ich finde es gut, dass es endlich mal wieder was Handfestes gibt. Ein Schildträger, Trägerin in dem Fall. Und dann, ich hole mir gleich meine Matte zum Anziehen. Und dann einer mit Schweißbrenner. Nicht so was Abgespacedes wie Hologramme oder wie Minen, die sich unsichtbar machen können. Wand gesichert! Hätte ich ja ganz gerne auf und dafür hier zu. Können hier noch bitte jemand aufmachen? 10 Sekunden noch. Ah, der Banditersatz ist da. Kann ich mich dahinter bitte verstecken? 5 Sekunden. Hm, hier muss man auch noch springen. Und daneben ist auch noch Pappwand, das ist nicht so gut. Ah, es war etwas zu spät. Nein. Ah, da hinten kommen sie wieder raus. Wow, das war allerletzte Eisenbahn. Und wir kennen alle Gegner. Oh Gott, die haben Glas. Die haben nichts zum Aufmachen. Die haben Hammermann. Ah, die werden gleich vielleicht scannen. Mal gucken. Ding und Hammermann. Da gehe ich auch mal hoch. 5-3 schon. Ich habe noch gar kein böses Auge aufgestellt. Fällt mir gerade auf. Du, da habe ich ganz schön was eingesteckt. Kann ich da oben eins anbringen? Nein? Doch, geil. Dann halt nicht. Böses Ablaufen. Glass lebt nach der Arsch 4-2. Dann bringe ich es hier, dann habe ich noch die Tür im Blick und kann hier etwas reingucken. Mein wunderschönes böses Auge ist bereit. Mein wunderschönes böses Auge ist bereit. Das klingt irgendwie. Weiß nicht, irgendwie denke ich an den Outsider aus Dishonored. Bei der Stimme oder bei dem bösen Auge? Weiß auch nicht. Ja, apropos böses Auge, ist schon etwas länger her. Etwas länger, ein paar Folgen. Auf Grenze ich, Twitch, und dann oben waren die gerade in den Büros, wo ich letztendlich Spritzenmann umgebracht habe. Da wurde ich ja auch von so einem bösen Auge angeschossen, was ja ganz hinten im Raum war. Ich war im Gang und oben bei den Büros hing ganz hinten an der Wand im 90-Grad-Winkel zu uns so ein böses Auge. Und ich wurde davon getroffen. Hat das Ding eine unbegrenzte Reichweite? Habe ich ja nicht ausprobiert. Oder nicht ausprobieren können, habe ich auch noch nicht gelesen. Ich hätte noch einen mobilen Schild. Wofür brauche ich den? Ich will die Treppe da mal nicht aus dem Blick lassen. Ich könnte noch einen mobilen Schild aufstellen. Mach ich gerade mal. Da kann ich mich einfach. Ah, scheiße. Na doch, so geht's noch. Da nicht weiter gucken, wenn die Kamerafrau schon hochgeht. Oh, die Luke da, da könnte Hammermann, der lebt sogar noch, aufmachen. Oh, oh, nur 3-2. Hammermann lebt immer noch, der macht irgendwann die Luke auf in der Küche. Ganz bestimmt, eine Minute haben sie noch. Ich könnte in mein böses Auge gehen. Da kam eine Kamera runter. Gut. Gleich geht die Luke auf. Nee, Glass kommt an mit Rauch. Aber das ist hingeworfen. Jetzt muss ich gleich gut treffen. Einer geht wohl draußen am Gymnastikraum rein. Eine Bombe wurde von den Oh. Letzter verbleibender Gegner. Glass ist nicht mehr. Einer war ja draußen, der kommt bestimmt da rein. Läuft in 10 Sekunden ab. Gegner eliminiert. Mission erfolgt. Genau das wollte ich jetzt machen, darauf schießen. Komm durch die Luke. Schlingel. Runde 3, wir führen 2-0. Matchball.
Wir dürfen jetzt wieder angreifen. Dann nehme ich wieder Fius. Diesmal aufpassen. Es könnte Kessel da sein, der uns umbringt. Frag mich immer noch, wann will Ubisoft mal Favela zurückbringen? Bevor man sich Herford annimmt, sollte man vielleicht erstmal die Karte angehen, die man komplett rausgenommen hat. Nämlich Favela. Wenn ich da an Yacht denke, hat man ewig und drei Tage draußen gelassen, zum Überarbeiten, und am Ende hat sich praktisch gar nichts getan. Ubisoft hat das angehen wollen, so stelle ich mir das gerade vor. Da hatten die Karte auf dem Schreibtisch und haben geguckt, so. Was machen wir denn jetzt? Wir pflanzen Eisberg hin und sonst? Mal überlegen. Okay, fällt nichts weiter ein. Oh, hier ist ein böser Mensch. Ah, okay, hier sind oben. Dann nutze ich meine alternative Treppe. Wenn sie mich nicht vorher hier sehen, weil ich gerade herum zerstöre. Ich guck's mal nicht direkt an. Dann finden wir jetzt in der Vorbereitungsphase niemanden, aber jetzt sind die halt drauf erpischt, Kameras zu entdecken und zu zerstören, die Verteidiger. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ich hoffe, es guckt keiner irgendwie aus dem Fenster, sonst haben wir gleich ein kleines Problem. Ja, ich gehe mal lieber noch weiter ran an die Wand. Nein, nein. Das war ja X drücken. Damit komme ich ja nicht klar. Mit Q und E, das habe ich soweit jetzt schon verinnerlicht, aber dass ich jetzt X drücken muss, ist für mich immer noch etwas seltsam. Hallo, Mensch. Toll. Und dass man da jetzt nicht mehr der Taste drücken muss, ist mir jetzt zum Verhängnis geworden. Mist. Ich hoffe, ich kann da mal was anbringen, ohne dass mich jetzt jemand umbringt. Von den Verteidigern. Bitte, bitte, lass das erfolgreich sein. Jetzt wird er links platzieren müssen, von mir aus gesehen. Weil die hocken ja eher in die Ecke, in der Ecke, aber die haben Holz zerschossen. Wenn ich jetzt daran gehe, dann bringen die mich von da aus um, schätze ich. Hier ist bestimmt noch die andere Kamera an, oder? Nein. 2, 3. Klingt jetzt nicht so gut. Ich hoffe, ich habe Erfolg. Ja, es kann sprengen. Böses Auge zerstört, das war's aber auch schon. Wollen wir mal Blitz folgen? Er ist noch unten draußen. Ah, und unten reingehen ist tot, Selbstmord. Wir müssen durchs Bad, Junge. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich werde auch mal vorher aufräumen. Eine Sprengladung habe ich ja noch. Super. Hier wird jetzt eh keiner drin sein. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob hier eine Matte ist. Und da ist der böse Augemann tot. Der Aldermann. Einer geht direkt. Wer ist das? Keine Ahnung. Gehen sogar zwei. Jetzt zeigt Ash wieder ihren Zeigefinger. Achtung. Da ist die Außenkamera. Gut, 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 gut. Nur einmal gestorben. Na, Kessel sei Dank. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.